ich bin's, Andrea aus der Bastel-Oase. Ja, jetzt mache ich das zweite Teil mit diesem schönen Portemonnaie. Oh, ich bin irgendwie total begeistert. Ich finde das so schick. Mir gefällt das richtig gut, sowas als Geldgeschenkkarte zu verschenken. Und da mache ich ja jetzt einen Karton zu oder eine Schachtel zu. Und dann nehme ich euch jetzt mit und da zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich messe mir das nämlich jetzt aus, damit die Geschenkschachtel auch genau passt. Das heißt, ich messe einmal, wie lang das ist. Und da messe ich richtig großzügig. 12, also muss ich mindestens 13 haben. 13, ich schreibe mir das dann hier auf. Und nachher mache ich mir noch einen Zettel, den ich dann zu dem Grund. Ach, mir fehlt gerade das Wort. Mensch, wie heißt denn das jetzt? Ich komme bestimmt drauf. Ich denke jetzt erstmal nicht mehr drüber nach. Dann komme ich da drauf. Ihr wisst, was ich meint. So, und das mache ich mal 11. So, 13 mal 11. Dann will ich es hoch haben. Da gucke ich mal, also 2 cm, 2,5 cm mache ich die Schachtel. Oder ich mache sie ruhig 3, da kommt Papier rein. Plus 3. So, jetzt ist das ja so. Ich brauche auf der Seite 3 mehr und ich brauche auf der Seite 3 mehr. Also 13 plus 6. Und genauso ist das so. Ich brauche hier 3 mehr und hier 3 mehr. Also 11 plus 6. So, dann sind das 19 mal 17. Bei 3 Falzen. So, das ist jetzt das Unterteil. Ich mache die Schachteln immer so, weil dann habe ich es einfach so, dass das, was ich in die Schachtel packen will, nämlich genau reinpasst. Weil das finde ich immer schön, dass die Schachtel nicht 10 Meter zu groß ist. Und man hat ja ganz verschiedene Projekte, die man da reinmachen will. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal, wie ich das mache. So, und jetzt brauche ich das Oberteil. Und das Oberteil muss ich 2 mm Größe haben. Also 19,2 mal 17,2. Und wieder bei 3 Falzen. So, das ist dann das Oberteil. So, und da wir jetzt das schöne Portemonnaie oder die Geldbörse in Espresso gemacht haben, mache ich das jetzt auch in Espresso. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal 2 Bögen raus. Und das schneide ich dann schon mal. So, einmal auseinanderklappen. So, 19 ja, jetzt habe ich das nämlich genau unter. Mache ich das noch mal so. So, dass ich mir das hier rüber mache. 19 mal 17. Habe ich das jetzt richtig? Das ist 19. Ja, mal 17. So. Wunderbar. Und jetzt bei 3 Falzen. So, und das ist mir wichtig, dass ihr das genau anlegt. Millimeter genau. Damit das auch gut passt. Dafür ist natürlich so ein Papierschneider mit einer Millimeterangabe, wo ihr anlegen könnt, auch richtig gut.
So, nochmal drei. Und nochmal drei. Also einmal rundherum bei drei Falzen. So, das ist das Unterteil. Das packe ich mir schon mal zur Seite. Und jetzt kommt das Oberteil. Da mache ich das jetzt auch 19,2. Da genau anlegen. So. Und 17,2. Und das jetzt bei drei Falzen. Das ist eigentlich so schnell gemacht. Also ich habe hier auch das Scoreboard, damit das geht das auch. Da brauche ich nichts zuzählen. Das ist noch ein bisschen einfacher, aber das hat ja nicht jeder von euch. Und man kriegt das nämlich auch im Moment gar nicht irgendwo. Deswegen zeige ich euch das jetzt hiermit. So, das ist jetzt das Oberteil. Kann ich das jetzt erstmal zur Seite packen. So, und da schreibe ich mir jetzt hier oben mal Oberteil, UB, damit ich das nicht verwechsel. So, und jetzt ist das eigentlich ganz einfach. Also, ich nehme jetzt die Schere und schneide das jetzt hier ein. Ich schneide das immer ein bisschen schräg, damit auch nichts rüber guckt. So, das mache ich jetzt auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite. So, und hier genauso. Jetzt für das Portemonnaie eine Schachtel zu machen, das kam mir jetzt während des Arbeitens, wie ich sie gemacht habe. Das ist ganz oft so bei mir, dass mir während des Arbeitens wieder irgendwelche Ideen kommen und ganz oft auch abends. Ich abends so sitze, ein bisschen fernschaue, dann kommen mir ganz oft Ideen. Und dann bin ich immer zippelig, weil ich dann gerne das wissen will, ob ich das umgesetzt bekomme. Alle Seiten schön falzen. So. Nehme ich wieder mein Tombow-Kleber und klebe hier bei den Laschen oder mache bei den Laschen jetzt hier den Tombow-Kleber rauf. Ich habe das euch ja schon ganz oft erzählt, aber vielleicht bist du ja auch neu gerade auf meinem Kanal gestoßen. Deswegen sage ich das nochmal. Ich mache das grundsätzlich so, dass ich die Schachteln mit Flüssigkleber zusammenklebe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass doppelseitiges Klebeband, auch das etwas stärkere Klebeband, mit der Zeit nachlässt und sich dann das löst. Und es ist ja auch so, also ich mache das ja auch immer so, dass ich auch für meinen ganzen Kleinkram mache ich mir Schachteln selber, ratzifatzi. Und die mache ich allerdings schnell mit dem Scoreboard, weil das dann noch schneller geht. Und
Diese Schachtel jetzt, die ich hier jetzt mache, die kann man ja anschließend auch weiter benutzen, ne? Kann man ja irgendwas Schönes reintun, wenn man möchte. Ach, da kommt mir gerade wieder eine Idee. Mal gucken, dass ich das umsetze. Wo ich das jetzt hier gerade so mache. Und da muss ich mal gucken, was so eigentlich normale Fotogröße ist. Dann überlege ich gerade so eine Schachtel. Die werde ich aber dann, glaube ich, doppelwandig machen. Und dann, dass man da sowas rausziehen kann, wo man dann ganz viele Fotos drauf machen kann und auf der anderen Seite auch. Ich glaube, das werde ich nächstes Mal mal demnächst mal ausprobieren. So. Ja, der Tombow-Kleber, der zieht auch relativ schnell an. So, und jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Seidenpapier. Ich hätte das hier reingeschmissen. Ich muss mal ganz kurz gucken, oder? Ist das hier? Nee, ich muss mal ganz kurz gucken, wo mein Seidenpapier geblieben ist. Bis gleich. So, ich habe es gefunden. Und zwar, es war in dem Schrank. Mein Schrank hat hier, das ist ein Schreibtisch, und hat der so eine Klappe, wo Fächer drin sind. Leider hat er keine Rückwand. Und das ist natürlich dadurch gefallen. Ja, ich muss irgendwann mal unter meinen Schreibtisch um die Ecke kribbeln, um das mal rauszuholen. So, jetzt gucke ich mal. Oh, dann nehme ich mal so die Hälfte von. So. Nuddel ich das mal. Mein Prototyp. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich sag doch, wenn ich nicht drüber nachdenke, dann fällt mir das denn nachher irgendwann an. Mein Prototyp, genau, den ich gemacht habe. Wenn man so ein Wort sucht, ne? So. So. Ist ja auch so. Ist ja auch, wenn man ein richtiges Portemonnaie kauft, ein neues, ne? Das ist ja auch oft so, dass das in so einem Karton mit Seidenpapier ist. Ne? Ist das nicht cool? Ich finde das total gut. Okay, so, jetzt kommt das Gleiche nochmal mit der Oberseite. Jetzt kann ich das schon mal wegtun. Ne? Und das schreibe ich mir nachher in mein Büchlein rein. Und wenn ich dann, ich habe jetzt so einen Ordner, da packe ich jetzt all meine Prototypen rein und auch die Schachteln, die ich dann benutze, um Schachteln zu machen. Also das Video, wo ich aus der Parfümflasche ja eine Schachtel wieder gemacht habe. Das geht total gut und da gucke ich mal, was ich noch so alles finde, was ich dafür noch verwenden kann und dann mache ich mir da so Schablonen und sowas alles selber. Ich werde auch noch mal gucken, so bei Aldi in den Taschen, da sind doch immer diese Plastikeinlagen drin. Und da will ich auch mal gucken, ob man da nicht gut mit einem Lochstanze und sowas auch so eine Schablone mitmachen kann. Ja, das werde ich alles mit allem noch mal so auf Sendung kommen. Also die Ideen gehen mir nicht aus. Wenn das danach geht, könnte ich mindestens 20 Videos am Tag machen. Aber so viel Zeit habe ich natürlich nicht. Es ist ja auch so, es ist ja nicht nur das, was ihr seht mit dem Video. Da ist ja Vorbereitung, Hochladen, Schneiden. Eventuell schneide ich eigentlich nur selten. Ihr kriegt mich so zu sehen, wie ich bin. Mit all meinen Ecken und Kanten. Also völlig authentisch und das ist mir eigentlich auch wichtig. So, das machen wir jetzt genauso. Also wenn ich so ein Ding kriegen würde, ich würde mich total freuen. Wie gesagt, für meine Freundin muss ich das dann noch mal machen. Da muss ich noch mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht ihre Lieblingsfarbe, aber das kriege ich noch raus. Und dann kommt da der Gutschein rein.
So. Also die sind wirklich echt ergiebig. Ach so, ich wollte ja mal gucken, wie viel da drin ist, ne? Mal gucken, ob ich das jetzt besser erkennen kann. Schatze, weißt du, wie viel Milliliter in den Tombow-Klebern drin sind? Nein. Steht das da nicht drauf? Oder ich meine, das ist so klein, das kann ich selbst. Ich habe ja gerade eine neue Brille gekriegt, hier, eine Gleitsichtbrille. Wahrscheinlich steht das da so klein drauf. Ja, das ist teilweise so klein, das kann gar kein Mensch mehr lesen. Aber jedenfalls ist das schon ergiebig. Ich bin immer noch bei der ersten Flasche und ich habe schon richtig viel geklebt. So. Ach so, jetzt wollte ich gleich noch mal Band das machen. Jetzt gleich noch mal Band holen. So. Ja, wie gesagt, das Schöne ist ja, dass der Tombow-Kleber so schnell anzieht. So. Und das ist mir wichtig. Habt ihr gehört? Es ist nicht so, dass man jetzt den Deckel anfasst und dass er sofort abgeht. Das finde ich nämlich doof. So, dann mache ich aber jetzt hier, damit man ihn besser abbekommt, mache ich hier nochmal zwei Halbkreise rein. Das könnt ihr ja auch machen, wenn ihr einen Kreisschneider habt. Und wenn ihr keinen Kreisschneider habt, dann könnt ihr das, bevor ihr das zusammenklebt, mit Kreisstanzen machen. So, das geht dann nämlich auch leichter ab. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen verziehen. So, ich habe hier noch ein bisschen was übrig hier von dem Papier hier. Und das mache ich jetzt hier drauf. Genau. Das heißt, das Stück war ja 13 cm. Also mache ich das 12,5. Super. Dann kommt so ein braunes Papier rauf hier. Das muss ich haben. 12,5 hatte ich. Dann jetzt 12. Und wie breit ist das hier gewesen? 9,5. Also mache ich 9. So, das kommt als zweite Mattung darauf und dann mache ich das 8,5, sieht aber klein aus, ne? Was hatte ich das jetzt gemacht? Das war, ach, mal gut, dass ich nochmal geguckt habe, das war 12, also 11,5. So. So. Und das werde ich jetzt so als Mattung hier rauf kleben. Das sind jetzt die ganzen Reste noch, die ich jetzt hatte noch. Es wäre einfacher gewesen, wenn ich das vorher gemacht hätte, bevor ich die Schachtel zusammenbaue. Also mach das lieber vorher dann. So. Und die
jetzt noch das rauf. Ups. Jetzt wollte ich nämlich noch mal gucken. Das kann schon mal so rauf. Ich mag es ja gerne. Ich verschenke ja auch ganz viel in meinen Schachteln. Ich mache eigentlich mit so überall Schachteln zu. So, und jetzt habe ich ja diese schönen Standschablonen noch. Und da wollte ich jetzt mal gucken. Da wollte ich mal so ein bisschen ausstanzen. Wieder um, damit er gleich klebt. So. Und jetzt mal gucken. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen braunes Papier. So. Ich stanze es jetzt einfach mal aus und dann gucke ich mal, wie das so aussieht. So. Und dann stanze ich auch nochmal das aus. So, das machen wir erstmal einmal. Nur, ja, vielleicht doch ein bisschen fixieren. So. Und auch mal gucken, bisschen sparsam. Aus den Resten kann man immer noch mit Stanzeln was machen. So, schiebe ich das an durch die Maschine. An. Das kommt ja so cool da raus. Ja, die Stanzen sind auch wirklich toll. So, dann wollte ich hier nämlich das noch so ein bisschen. Blumen machen, also mit solchen Ausstanzung machen. So, mal gucken. Und das soll dann jetzt in der Mitte hin oder so hin. Ja. Das muss ich mal gucken. Ich glaube, das schneide ich gleich auseinander. So, das finde ich schon mal gut. Mache ich aber aus dem Weißen. Dann kriege ich da noch zwei raus. Und da kriege ich nur die eine raus. Gucken, ob ich noch ein Stück weiß ist. Ja. Ich habe ja hier meine ganzen Reste. Mal gucken, ob ich da noch irgendwo einen kleinen Rest habe. Das müsste eigentlich gehen. Und dann ja, schneiden wir das nochmal ab hier. Beinahe. Ich muss immer aufpassen, dass mir das hier, muss das mal zumachen. Ich habe hier so einen kleinen Spalt hinten. Und was da dann runterfällt, fällt mir nämlich hinterm Schreibtisch. Und dann ist immer die Spielchen, siehe unten. So.
zu filigrane, aber richtig cool. So, jetzt mal gucken. So. So. Ich glaube, ich mache das doch schon so im Wechsel. Mal gucken. Ich glaube, ich mache das so über Eck. So. Und jetzt ist noch die Frage, wie ich das mache. Nö, das ist mir zu doll. Dann werde ich gleich mal gucken. Das mal, was ich da noch verstanden habe. Ich da jetzt noch. Ich hätte auch das nehmen können. So, jetzt hätte ich gedacht, ich könnte die auch in der Mitte auseinander schneiden. So. Ich sie hier so ein bisschen versetzt drauf machen. So, aber das mache ich jetzt erstmal so, dass ich erstmal die Sachen aufklebe, die ich da habe. So. Dann klebe ich die jetzt auch nur so ein bisschen an. So. Und hier jetzt auch noch mal so ein bisschen. Oh, vorsichtig sein, dass man das Papier nicht auseinander macht. Na, bleibt so stehen, ne? So. Und ich weiß auch, was ich gleich da noch in der Mitte mache. So. Kann ruhig noch ein bisschen weit auseinander. So. Ja, das muss jetzt natürlich erstmal anziehen hier. So. Dann mache ich hier das Gleiche. Oh, ich finde sie so cool. Das ist Wahnsinn, wie filigran sie sind und wie gut sie durch die Maschine gehen. Und ich habe sie jetzt durch die Sizzix-Maschine. Die kann normalerweise so ganz filigrane Stanzen nicht so wirklich. Aber die kriegt sie hier echt hin. Das finde ich schon cool. So, jetzt bin ich mal überlegen. Jetzt nochmal. Ja. Noch hin. Ja. Und den mache ich da auch noch mal. So, und jetzt muss ich gleich mal Schleifenband holen. Und ich sollte das ja zeigen. Die liebe Kerstin wollte ja gerne sehen, wie ich das mit den Schleifen mache. Dann hoffe ich, dass ich das jetzt auch hinkriege. So. So. Genau.
Das finde ich schon mal richtig schön, aber fehlt natürlich jetzt der Mittelpunkt. Und da hole ich jetzt mal kurz Schleifenband. Haben wir dunkelbraune Schleifenband eigentlich von? Dunkelbraun? Ja, haben wir. Haben wir hier dunkelbraunes Schleifenband. Das ist, das Schleifenband ist richtig cool von Stamping Up. Das ist Wildlederoptik, das passt aber dazu. So, und jetzt will ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Also, ich mache als erstes eine so eine Schlaufe. Dann, na, ich brauche noch ein Stück länger, glaube ich. Ich mache als erstes eine so eine Schlaufe. Dann gehe ich mit dem Band einmal hier rum. Ich hoffe, ihr habt das mitgekriegt. Also, Schlaufe mit dem Band hier einmal rum. Und unten, seht ihr, da ist noch ein bisschen nach, da geht ihr durch. Und dann einfach ziehen. So, dann muss man natürlich die Schleife Stück für Stück ziehen. So, genau. Also immer fester ziehen, bis sie richtig schön fest. So, und jetzt schneide ich das hier noch ab. Und hier auch. So, und die will ich jetzt hier in der Mitte drauf haben. Und das mache ich ja jetzt aber mit meinem anderen Kleber, weil ich genau weiß, dass der klebt. Ich habe das nämlich bei meiner anderen Schachtel, ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt hingestellt habe. Ja, hier, genau. Hier habe ich das nämlich mit so einem Klebepunkt gemacht. Und leider ist das da auch so, dass es da nach einer Zeit abgeht. Deswegen mache ich das jetzt mit diesem Kleber. Das ist ja mein Flüssigkleber, den ich sonst auch mal benutze. Und den mache ich da jetzt drauf. Der braucht dann für so eine Schleife, braucht er schon über Nacht, dass er richtig anzieht. Aber dann ist die Schleife auch fest, dann geht die nicht wieder ab. So. So. Und das sieht doch echt cool aus. Ich finde das richtig schick. Und auch mit diesen Stanzen, das ist ja echt mega, wie diese Stanzen ausgestanzt aussehen. Und dann habt ihr ja noch in diesem Stanzset, das ist riesengroß, das Stanzset, da habt ihr noch diese ganzen anderen, die ihr auch stempelt. Und anschließend könnt ihr die ausstanzen. Das sieht dann auf Karten auch total edel aus. So. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder, wo haben wir sie? Ein paar Steinchen. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich mache hier vorne ein paar Steinchen hin. So. Dann nehme ich mal diesen. Und diesen. Und noch ein davon. So, mache ich da oben das gleiche hin. So, die großen habe ich jetzt schon aufgebraucht. Muss ich mir jetzt mal neue holen. So. Da. Es gibt immer so ein paar Steinchen, das gibt immer noch irgendwie so eine edle Note, sag ich mal. Wenn man das so bezeichnen kann. So, und somit ist die schöne Schachtel, oh, da habe ich ein Steinchen verloren. So. So, und somit ist die schöne Schachtel auch fertig. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt hier so Aussparung gemacht habe, kann ich den Deckel natürlich auch gut abnehmen. Ach ja, wieder so rum, genau.
Und ich finde, ist das nicht ein tolles Geschenk? Und da jetzt das Geld rein, das ist doch mega. Mir gefällt es total gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch das auch gefällt oder ihr sagt, nee, das ist mir hier too much. Ja, es ist auch für meine Verhältnisse eigentlich relativ viel, was ich drauf habe. Aber dadurch, dass das die Farben sich ja wieder ineinander finden, also hier Espresso, dann hier das dunkle Braun, also alles ist wieder harmonisch, gefällt mir das auch so ganz gut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.